Zumindest manchmal. Oh, Creeper. Oh, scheiße. Alter. Boah, leck mich doch mal. Viele Creeper, viele. Boah. Alter. Wow. Ah, die kann man damit gut strategisch aus... Oh, noch mehr Creeper. Vorsicht. Silvester Nummer 2. Oh, komm. Ein Scherz, oder? Hier hinten ist Rüstung. Jo, und Leben. Oh nein. Vier Skelette. Ja, aber nicht zu viel, nicht so viele zum Glück. Sag das nicht zu früh. Stimmt, wie letztens, wo der komische Raum war und du sagtest, gleich gehen wahrscheinlich an allen Seiten die Tore auf. Und schon ist es geschehen. Okay, ich glaube, wir müssen alle Gegner töten. Zumindest steht hier analysieren bei dem Tor. Ja, du musst immer alle Gegner töten. Darum geht's in diesem Spiel, Gegner töten. Ach nee, sagt bloß. Ja, habe ich irgendwo im Handbuch gelesen. Mhm. Serious Sam braucht kein Handbuch, so schwer ist das Spiel nicht. Ich glaube auch, geht's doch von dem wahrscheinlich Handbuch. Die Grundsteuerung drehen. WASD bewegen, Leertaste springen. T ist Use und linke Maustaste ist Schießen. Das ist ja, die können da ein Blatt reinlegen. Von einer Größe von A5, das reicht. Da kannst du alles draufschreiben, was man über das Spiel so wissen muss. Das wäre genauso, als wenn man ein Lösungsheft dazu anfertigen würde. Wow. Oh oh. Oh, scheiße. Was rennen die denn alle auf mich? Roland? Sagst du, ne? Deswegen bin ich auch tot, weil die alle auf dich rennen. Ja. Hm. Keine Muni mehr. Tja, ich bin gestorben und hatte wieder Muni. Ich bin auch gestorben und habe wieder 1000. Ja, ich auch. Irgendwas... Och, Mann. Wow, Alter. Wenn die dich treffen, ey, die kicken dich wirklich her wie so ein Ping-Pong-Ball. Das ist voll schlimm. Aber ich finde... Ja, mit der Minigun lassen die sich richtig leicht töten. Oh, Magma, Typskis. Und hier ist richtig viel Leben und alles. Das hole ich mir erstmal fett. Und ein Serious Pack. Leute. Ja. Serious Pack. Creeper. In den Ecken ist auch noch Leben und alles, ne? Hätten es Ceremony. Ehrlich? Ich habe 100 Granaten und... Alter, ich habe so viel Muni überall, das ist richtig schlimm. 100 Raketen. Mehr als... Ach, bei Raketen geht nicht mehr als 100, kann das sein? Ich glaube nicht. Nee, geht anscheinend nicht. Okay, Leute. Erstmal schön alles in allen Ecken einsammeln und so. Tralala, tralala. Und Cells. Fehlen mir hier die Harpien. Die fehlen dir. Die fliegenden Bitches. Jo, okay. Guck mal, dafür kriegst du Skelette, ist doch auch was Schönes. Oder? Na, ja, warte mal ab, ich glaube, hier kommen noch ein paar Harpien gleich. Ganz ehrlich, also Miniguns liebe ich ja immer. In allen Spielen mag ich Miniguns. Nur leider ist es bei Serious Sam. Nein, zum Glück ist das bei Serious Sam so, dass die einen nicht verlangsamt. In anderen Spielen ist man damit ja lahmarsch. Ziemlich lahmarschig, weil die einfach so groß und schwer sind, aber Serious Sam ist das egal. Damit kann man sogar damit schwimmen. Ja, bei Serious Sam hast du ja auch eine Kanone auf der Schulter. Stimmt. Physik braucht Serious Sam nicht. Wofür? Wir sind doch Serious Sam.
gehen. Nein, Serious Sam, Serious Sam braucht keine Physik, die Physik braucht Serious Sam. Genau, das ist der Ersatz für die Chuck Norris Witze, ne? Ja, so ähnlich. Hey, Chuck Norris hat Serious Sam auf Serious durchgespielt, ohne einmal zu sterben. Alleine, ne? Alleine. Nee, das geht so. Easy, normal, hard, serious, Chuck Norris. Genau, Chuck Norris. So, da sind sie doch. Oh, guck mal, ja, hast du deine Bitches. Hab ich doch gesagt, die kommen noch. Und hier, unsichtbare Fotzen. Mit Chuck Norris. Darf ich das sagen, oder ist das Video jetzt ab 18? Das Video ist jetzt ab 18. Ja, genau. Oh, du hast Fotze gesagt. Roman! Piranhas, alles dieses Video wurde eingestuft, ne? Boah! Das wär's noch, ey. Wenn YouTube das ab 18 einstuft, weil man böse Wörter benutzt. Ja, bad words. Muss ich dann da so ein Vermerk drunter machen. Ich wollte gerade sagen, Alter, müssen so viele Sachen gesperrt werden. Anschlägige Texte. Och, verdammt. Boah! Schießen die da eigentlich Plasma-Ringe? Oder was soll das sein? Was ich aber sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber stückweise verschafft mir Serious Sam immer wieder Gänsehaut. Ich kann einfach so fett meine Aggression rauslassen bei dem Spiel. Ah! Ich weiß doch, Counter-Strike, Serious Sam, ja shit. Ja, man stellt sich einfach vor, die Gegner wären die Lehrer oder was? Zum Beispiel, nein. Müsstest du Mods vergeben, Serious School zum Beispiel. Serious was? Serious School. Ja, genau. Da kann man seine Gegner selbst designen. Jetzt bräuchte, Alter, Serious Sam bräuchte noch so ein Ranking-System. Jo, warte, online gespeichert wird. Hier ist eine rote Rüstung. Jo. Und ich bin fast tot. Oh, Bitches. Ah, nee. Der ist schon tot. Okay, das Tor ist da immer noch nicht auf. Yo. Ich warte hier auf den Endgegner, ne? Der lässt aber lange auf sich warten. Ist doch auch schön, mal so stille Phasen, ne? Das gibt's. Ich höre was. Toll. Direkt bei uns gespawnt. Da kommen noch ein paar. Na, paar. Oh, Froggies. Ein Frog. Und noch ein Bulle. Ich habe übrigens 1,7 Millionen Punkte. Ich auch. Ich habe 2,39. Schön. Alter, wir holen dich ein. Habe ich doch letztens schon gesagt. Ja. Ja, der Weihnachtsmann hat sowieso die Overpower, ne? Ich glaube, ich benutze jetzt auch gleich mal diese komische Lasergun. Einfach nur mal so zum Spaß. Oh, scheiße. Alter, der Bull ist auf den Vorsprung drauf. Wie geht das denn? Jetzt aber, komm schon. Geht die Tür auf? Nee. Oh, wie viel denn noch? Wow, Alter! Direkt bei uns gespawnt, eiskalt. Oh, scheiße. Power. Oh, hier gibt's Munition. Wer braucht? Alter, jetzt geht's hier nochmal richtig los. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal die geile, komische Nahwaffe da. Och, Mann. Schon wieder tot. Ich auch. Alter. Dieses Spiel kann auch übertreiben. Aha.
So. Oh, Torben, viel Leben hast du, muss ich schon sagen. Ich hab so, viel Leben. Ja. Ich hab das meiste von uns. Aha, endlich. Oh, das sieht aus wie das nächste Level. Hier ist nochmal Munition, wer braucht? Ich brauch auch noch, also noch nicht reingehen. Ja, warte. Und Leben. Ja, das ist nächstes Level. Jau. Ja. Oh, Luxor. Okay, wir nähern uns langsam. Sind die Pyramiden von Gizeh sind noch, glaube ich, das Endlevel, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Gibt's noch mal 50 ich erinnere mich an ein riesiges Level, aber da waren wir bisher noch nicht. Ja, ganz am Ende sind ja die Pyramiden abgebildet. Wow. Oh. Oh, hier gibt's Kanonenkugeln und schön viel Leben und alles. Also ehrlich, allgemein, die Stages werden immer größer, ne? Also kleinere Räume gibt's fast gar nicht mehr. Wir kommen ja auch immer näher ins Herz von Ägypten rein. Hier sind links und rechts eigentlich Räume, ne? Serious Sam 2 ist doch vom Prinzip dasselbe, oder war das nicht sogar so, dass es dieselben Maps sind? Ich habe gelesen, dass Serious 2 die Fortsetzung quasi von Serious Sam 1 ist. Ist auch, und es gibt von 1 und 2 wurden nochmal 2 HD-Remakes gemacht. Ja, gibt Serious Sam The First Encounter HD. Wie ist denn das, das Serious Sam 2, hat das auch einen Koop-Modus? Ja, denke ich, ne? Weil sonst meine ich, auch. Ganz ehrlich, lass das mal machen, wir könnten eigentlich die ganze Serious Sam-Serie mal zusammen durchzocken, wieso nicht? Das ist auch einfach. Oder nicht? Ja. Wow, Bitches. Mein Gott, ne, ist das stumpf, ey. Einfach durch die Gegend ballern und ich komme kaum zum Reden, weil ich die ganze Zeit gucken muss, wo Gegner sind. Und ich werde langsam behindert im Kopf. Wie kommen wir da hoch? Einfach springen? Oder nicht? Na, jetzt kommt er gleich wieder mit seinem Raketenschuss und ich laufe außen rum und finde einen Aufgang. Oh, gut. Ja, er hat's versucht. Der Raketensprung, ja, sowieso das Dümmste, was ich je gehört habe. Entschuldigung, aber... Den gibt's in vielen Spielen, nur in den meisten Spielen verliert man dann kein Leben. Aber in Serious Sam schon. Oh, Ich hab noch Laser gefunden. Coole Sache. Oh, guck mal, das ist ein Hund, der macht Männchen. Wie, das ist ein Hund? Ja. Oh, Alter! Musstest du da drauf schießen, Torben? Ja. Musste sein, ne? Bam! Weg mit den Piranhas. Ah, hier hinten sind übrigens die Türen, um auf diese langen Stages von gerade zu kommen, ne? In den Ecken. Also wer möchte? Guck mal, kommt jetzt wieder runter? Oh, jetzt sind hier... Alter, jetzt sind hier Gegner gespawnt wieder. Scheiße. Oh, ich hab mich selbst zermanscht. Ja, ganz ehrlich, das ist doch auch scheiße. Dann geht man wieder zurück und dann sind das schon wieder Gegner. Das ist doch... Leute, zieht euch das mal rein, das ist eh das Geilste. Hauptsache, er ist runtergesprungen, ey. Wartet mal. Ah, Idiot! Das ist aber richtig geil, ohne Scheiß. Tom verschießt sich selbst. Wow, Alter! Bam! Bowling. Man kann auf die Kugeln schießen, dann explodieren die. Oh! Hier links und rechts geht's übrigens weiter, ne? Oh ja, tatsächlich. Gegner gibt's gratis dazu. Wow, oh, grüner Schleim. Schleim. Oh, hier ist ein Raum. Man glaubt es nicht. Wow. Wow. Am Arsch. Boah. Wow, Magma Man. Also ich habe definitiv eine neue Lieblingswaffe. Ja, und Spaß hast du auch, ne? Ich habe einen neuen Lieblingsgegner, die Magma-Typen. Magma Man. M&Ms. Die krieg ich. Schade. Ich wollte sie dir eiskalt wegnehmen. Mach das nochmal. Oh,
Okay. Verarscht. Egal, wollen wir jetzt, Torben? Bist du fertig mit deinen amorösen Aktivitäten? Haha! Leute? Da hinten ist noch was wieder in dem Raum drin, ne? Hier geht's weiter, ne? Oh. Bowlingkugel! Bam, Alter! Hier in dem Raum ist jetzt die Decke runtergefahren. Stell dir mal vor, wir wären drin geblieben. Creeper! Alter, habt ihr jetzt... Boah, der hat echt Langeweile hier. Ja. Boom. So. Ja, weiter geht's. Creeper. Oh, das Level kenne ich. Oh Gott. Wir müssen hier rechts also hoch. Also zwei Drittel blind. Wir müssen hier rechts hoch, Leute. Nee, ihr müsst meinen Schalter kommen. Ich zum Beispiel kann mich an das Level hier nicht erinnern. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber so schwer ist es halt, wie gesagt, nicht zu verstehen. Ich sag ja, da ist Portal ja die reinste Lebensaufgabe gegen. Ist wirklich so. Bei Portal muss man ja stückweise etwas grübeln, ne? Aber Serious Sam, ey, das kriegen sogar... Oh, hier hat sich gerade... Ihr müsst die Schalter aktivieren oder so. Ja, habe ich doch. Ja, einer war hier noch, den habe ich gerade aktiviert. Wie viel Punkte hast du jetzt, Kelas? 3,7. 3,7? 3,7 Millionen. Alter, wie hast du jetzt so schnell Punkte bekommen? Ich habe immer noch 1,8. Ich habe 3,7. Alter, ich habe 1,8. Dann hast du jetzt... Ich hab 2,5. Hä? Halt, du verarschst es doch. Nein, 3,7. Ich habe 3.734.500 Punkte. Guckst dir ein Video das an. Ja, stimmt. Hey, wie geht das denn? Was hast du denn jetzt bitte so nach dem Motto, ja, als Gruppenanführer oder was? Nee, ich bin ja nicht der Gruppenanführer. Ja, deswegen. Wollte schon sagen. Aber irgendwas werde ich wohl gemacht haben. Keine Ahnung, weil ich immer auf die Magma-Typen geschossen habe. Vielleicht geben die so viel Punkte. Ich hab ja, die sind ja nur nicht so die harten Gegner, ne? So, ich cheat jetzt mal ein bisschen. Was? So. Ja, Torben, musstest du dir jetzt Punkte geben, oder was? Nee, ich bin nach oben gegangen, aber, ja. Bin schon mal hochgesprungen. Genau. Deswegen haben wir auf einmal auch 8 Millionen Punkte, ne? Oder? Na gut, könnte hinkommen. Ja, wenn ich 3,7 habe und du hast irgendwas mit 1,6 oder so. 8. 1,8. 3,75 habe ich jetzt. 2,53 habe ich. Boah. Ich frag mich aber auch, wo ich die auf einmal her hab. Das würde mich. Wir müssen. Ich guck mal, wenn wir das Video später angucken, müssen wir mal gucken, ob dann irgendwo die Punktezahl springt oder so, ne? Können wir dann ja sehen. Ich guck mir dann am besten gleich direkt mal nach der Aufnahme an. Ja. Oh, hier ist ein goldenes Herz. Oh, ich habe ein goldenes Herz bekommen. Wow, ich habe 50.000 Leben. Coole Sache. Wow, Bitches. Star Wars. Ja, etwas, ne? Aua. Aua, Alter. Ich bin runtergefallen. Alter, die haben Stringtangas an. Ist mir gerade so aufgefallen, weil die... Wo du nicht alles drauf achtest. Hallo, wenn die direkt vor mir steht und ich sterbe. Ja. Ja. Warte mal. Oh, jetzt. Warte. Wo ist die? Jo, die haben Tangas an. Sag ich ja. Ist wirklich so. Aber goldene Tangas. Goldene Tangas. Die sieht man fast gar nicht, ne? Ja. So. Die kleben den aber auch so tief in der Rille. Ja. In der Kimme drin. Oha. So. Ich hab ne Idee. Wo müssen wir jetzt hin? Wenn ich das wüsste. Ich habe so ein goldenes Herz gefunden. Müssen wir vielleicht wieder zurück? Ist auf der anderen Seite auch noch so ein Ding. Ja, oder wir müssen zurück. War da nicht noch ein Tor, wo wir nicht durchgekommen sind auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. I don't know. Wir gucken einfach mal. Hier oben ist noch ein Tor. Stimmt. Und oh. Oben rechts ist eine Lebensenergie. Warte, wir müssen... Okay, dann musst du einfach hier rein.
Ja, man kommt da gar nicht hoch. Torben kommt jetzt nicht mit dem Raketensprung, aber wie komme ich da jetzt rüber? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Oder ganz ehrlich, ich versuch's jetzt einfach mal mit dem Raketensprung, auch wenn ich das für Schabernack halte. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Doch, da kommt man hoch. Guck doch mal, da musst du hin. Ja, es hat aber funktioniert mit deinem Raketensprung, Torben. Bist jetzt froh? Nee. Mit meinem hat es nicht geklappt. Ja, tot. Ach, ich weiß, wie man hinkommt. Ah, nein, ich bin abgestürzt. Wie kommt man da denn hoch? Man muss hier in dieses Gebäude-Dings rein, dieses, was in der Mitte steht, und dann... Hier ist noch ein Ankreuz hinter Gittern, ne? Dann brauchen wir wahrscheinlich das. Ja, das Gebäude in der Mitte bin ich doch. Und dann? Musst du gucken, wie geht's irgendwo rüber. Oh, ganz ehrlich. Dann suche ich mir den Weg über selbst, wenn du schon so präzise Beschreibungen hast. Nee, doch. Junge, du musst doch wissen, wie du da rüber gekommen bist. Ah, ich weiß wie. Und zwar? Ja, hier hinten. Einmal außen rumlaufen, dann kommst du hier oben auf der anderen Seite vom Gebäude rein.